Wir sind ja auf der Suche nach kleinen Stückwerken der Wesensart von Gott. Wir wissen ja, dass wir ihn nicht erfassen können. Und trotzdem, das, was wir bekommen und finden, ist so wertvoll. Und in dieser Station suchen wir Gott, seinen Fingerabdruck in der Schöpfung, in der Natur. Und auch die Bibel sagt, dass das möglich ist. Ich lese dir mal zwei Stellen vor. Die eine steht in Römer 1,20. Denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Und in Psalm 19, 2-5 steht, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in aller Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Ja, leider ist auch die Schöpfung am Leiden unter einem Sündenfall. Und auch da ist so viel kaputt gegangen. Und trotzdem, wenn wir hinschauen, spüren wir Gottes Grösse und Gottes Kreativität und auch das feine, liebe, zärtliche. Also wenn man die Tierwelt anschaut, die Verspieltheit, die Schönheit. Ich habe mal Marienkäberli gezüchtet. Als wenn aus dieser winzigen Larve, dann hütet sie sich und dann hütet sie sich wieder und dann verpuppt sie sich. Und dann gibt es so wunderschöne Käberli. Also Gott ist so liebevolle Details. Und dann schauen wir aber den Sternenhimmel an, die Größe, die Macht, die für uns gefühlte Unendlichkeit. Also ich empfinde das häufig schon fast ein bisschen bedrohlich. Das ist so riesig, so unfassbar. Das hat alles Gott gemacht. Und auch uns Menschen, ich meine schon nur, wie eine Hand funktioniert. Ich meine, die sich mit Robotik auseinandersetzen, die merken, wie schwierig das zu machen ist. Und die Hand, die kann ja nicht nur super bewegen, die kann sich sogar flicken, wenn wir uns verletzt haben, oder? Das Blut und wie das wieder zugeht. Und es ist ein Wahnsinn. Und wenn wir die Schöpfung anschauen. Ich tue dir unten noch ein Bild posten von einem Baum, wo, wenn man so hinschaut, es wirkt, als hätte es ein Auge getroffen. Wenn man so durch die Welt läuft und einfach ein bisschen versucht, die Schönheit zu sehen, die Detailtreue, die Vielfalt und das Liebevolle dahinter. Dann spüren wir, dass der das gemacht hat, irgendwo auch so muss sein, oder? Also ich glaube, jemand, der gleichgültig ist, mich nicht so ein beherztes Kunstwerk. Und darum möchte ich dich ermutigen auf dieser Station, dass du einfach mal bewusst ein bisschen spazieren gehst. Wenn du dummerweise eine Woche brauchst, wo kein schönes Wetter ist. Es gibt auch wirklich coole BBC-Filme mit schönen Landschaftsbildern. Und du dich einmal dieser Schönheit ein bisschen aussetzen. Und bist fragend dabei. Und frag Gott, was sagt das über dich aus? Zeig mir ein Stück von deiner Art.
und zeig mir, was das für mich bedeutet. Das Ziel ist ja, dass du dich geliebt fühlen kannst. Dass du darfst merken, dass er vertrauenswürdig ist und dass er gut ist. Such so lange, bis du spürst, fühlst, dass er dich liebt. Gott mit dir. Tschüss.